Leute, dieser Moment, wenn man natürlich am Arsch der Welt geparkt hat und es regnen muss und man keinen Regenschirm dabei hat, aber ich habe nur ein paar Tropfen abbekommen, also nicht so dramatisch. Ihr Lieben, ich wollte mich nur ganz kurz melden, alles gut bei euch? Also mir geht's supi dupi. FM läuft gerade ein richtig geiles Lied. Ja, ich war jetzt so eine Person, die nicht so gern bei Insta erwähnt wird, deswegen sage ich jetzt nicht, bei wem ich war. Ich habe den ganzen Tag mit Nathalie verbracht. Seit heute Morgen waren wir ein bisschen in Freiburg unterwegs und gerade ein Typ und ich mache eine Story, egal. Das sollte heißen, egal, ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Ich verbringe jetzt die Zeit eben mit meinen Liebsten. Macht, was euch glücklich macht und bis bald, morgen wahrscheinlich oder später. Ciao! Leute, dieser Moment, wenn man einfach komplett ausrastet. Ich bin vorher so ausgerastet am Telefon, weil meine Küche... Weil die einen Termin gemacht haben, die Vollidioten, und nicht erschienen sind. Ihr Ernst, Mann? Ist ja total im Gefühl, dass diese Schwachmaten es nicht auf die Reihe kriegen, das Waschbecken zu liefern, aber dass sie nicht erscheinen und einfach überhaupt nicht den Termin absagen. Boah, ich konnte nicht mehr. Die arme Frau am Telefon, tut mir echt leid. Kein Wunder, dass über dieses Möbelgeschäft im Internet, was Küchen angeht, so schlecht geschrieben und geredet wird. Leute, bestellt niemals bei... Punkt, Punkt, Punkt. Mit L fängt's an und mehr sag ich nicht, sag keinen Namen, aber Katastrophe. Die Küche war alles andere als billig und wir haben schon so oft jetzt einen Termin verschoben bekommen, also beziehungsweise, also das erste Mal kam es nicht vollständig geliefert, irgendwas wurde vergessen. Das zweite Mal hat's Waschbecken einfach nicht gepasst. Das dritte Mal rufen die einfach nicht an. Ja, zwischen 11 und 14 Uhr kommen sie vorbei, haben wir einen Termin gemacht. Und gegen 15 Uhr, wir haben da mal um halb, so sogar 10 nach 2 angerufen. 10 nach 2 haben wir gefragt, was los ist. Ja, sie erreicht die Monteure nicht, sie ruft gleich mal an, die Frau in der Leitung, also die Infodame. Ich war ja auch mal Infodame im Möbelgeschäft, egal, ist eine andere Story. Auf jeden Fall hat sie dann erreicht gehabt, beziehungsweise uns angerufen und jetzt kommt der Oberhammer. Jetzt kommt der Oberknaller, dann sagt sie, die Monteure schaffen es heute nicht zu ihnen. Ich bin ausgerastet, ich habe gesagt... Die Küche war nicht billig. Wir warten schon das dritte Mal, dass jetzt wieder irgendwas mit ihrem Möbelgeschäft ist. Ist doch nicht normal. Leute, das ist doch echt nicht normal. Ich bin echt ausgerastet. Ich habe die echt richtig zusammengeschrien. Aber halt, wir hatten Lautsprecher an und ich habe von weiter weg geschrien, damit es nicht zu laut rüberkommt. Aber ich denke mir so, hallo, die muss ein dickes Fell haben. Das musste ich auch all die Jahre haben. Ich habe natürlich hinterher mich entschuldigt und gesagt, ich weiß, dass sie dafür nichts können, aber... Letztendlich müssen sie uns verstehen. Also sie hat uns auch verstanden, weil ich ihr gesagt habe, die Küche ist nicht billig, wir warten ewig. Also ich will nicht die ganze Zeit das wiederholen, aber es nervt einfach ständig. Wird irgendwas wird falsch geliefert oder wir warten ewig auf einen Termin. Also jetzt haben wir wieder ewig gebraucht, damit die das Waschbecken liefern und kommen dann einfach nicht, erscheinen nicht zu diesem fucking Termin und sagen nicht mal ab. Boah, ich muss mich echt beruhigen, Leute. Geht gar nicht, ne? Es tut mir leid, Leute, dass ihr jetzt so eine Seite von mir seht, weil ihr wisst ja, jeder Mensch hat verschiedene Seiten. Mal ist man gut drauf, mal ist man schlecht drauf und mal ist man einfach nur wütend. Und ich bin gerade sehr, sehr wütend, aber es bringt alles nichts. Wir haben jetzt einen neuen Termin für nächsten Samstag gemacht. Wenn da wieder was ist, dann weiß ich auch nicht. Ich habe gesagt, ich zahle den Rest nicht. Mal gucken, ob die uns das erlassen. Das ist die Entschädigung genug, wahrscheinlich nicht genug. Also können uns noch mehr eine Entschädigung geben, weil das ist einfach... weil es letztendlich eine riesengroße Unverschämtheit ist und einfach kein Service und einfach eine Katastrophe. Ihr Lieben, ja, ich habe mich jetzt beruhigt. Es gibt Schlimmeres, aber es nervt. So, ich habe mich jetzt beruhigt. Also was ich euch sagen wollte, Leute, es geht einfach darum, dass die, klar kann mal was dazwischen kommen. Es ist auch menschlich. Es ist nur ärgerlich und nervig, weil es schon das dritte Mal vorkommt. Oh Mann, der Nachbarsjunge schreit in meine Story rein von draußen. Also, falls ihr irgendwie ein Kind schreien hört, ist nicht meins, ich habe keins. Ist auch kein Besuch, nein, von draußen. Ich habe das Fenster geöffnet, leicht gekippt. In diesem Moment, wenn man eine Story macht und nur so halbwegs schon gesehen hat und man nicht möchte, dass der Nachbar einen sieht, weil der gerade da drüben geparkt hat. Und ja, das sieht irgendwie komisch aus, wenn ich mit meinem Handy so mit dem rede. Ich werde heute definitiv nicht mehr einkaufen. Ich habe so keine Lust, Leute. Ich habe noch einen Flammkuchen, den werde ich mir jetzt gleich machen, damit ich was zum Mittag gegessen habe. Weil ich Frühstück habe ich von meinen Eltern Kotletki bekommen. Mein Vater hat mir Kotletki mitgebracht.
Regt mich das mit der Küche auf, dass mein Vater halt extra, der hatte Nachtschicht und ist extra hierher gefahren, war gegen 10 Uhr hier und hat von 10 bis 15 Uhr mit mir hier auf diese Monteure gewartet. Und das regt mich am meisten auf. Der hätte auch bei sich bleiben können. Er ist halt einfach 60 Kilometer umsonst hierher gefahren. Und jetzt darf er wieder 60 Kilometer zurückfahren und am nächsten Samstag, wenn sie endlich kommen, muss er wieder 60 Kilometer herfahren. Das ist auch für ihn bescheuert, immer hin und her. Sollte heißen, es ist für ihn halt auch bescheuert, immer hierher zu fahren. Ihr Lieben, ich habe eigentlich nichts groß euch zu erzählen, außer das mit der Küche. Ich meine, ich habe immer was zu erzählen, ihr wisst Bescheid, aber ja, ich will noch ein bisschen schlafen. Ich bin mega müde. Ernsthaft. Dieser Moment, wenn man redet und eigentlich denkt, man macht eine Story und hat sie aufgenommen und dann sieht, dass man doch keine Story macht und sie nicht aufgenommen hat. Wollte euch gerade sagen, ich sag's euch gleich nochmal. Also, ich wollte euch sagen, dass ich jetzt gerade einige Stories löschen musste, also einige meiner Videos. Ich habe so viele Videos auf meinem Handy, weil die meisten habe ich schon auf meine Festplatte rüber übertragen und deswegen kann ich hier welche löschen. Deswegen kann ich auf meinem Handy eben welche löschen. Ich bin so schlimm, was meine Haare angeht, aber immer wenn ich sehe, dass die so scheiße liegen, muss ich immer sie schön hinlegen. Also nicht wundern an die neuen Follower, warum ich immer in meinen Haaren rumfummeln muss. So, ihr Lieben, ich habe nur noch 27%. Das reicht eigentlich, um noch genug Stories zu machen. Aber ich habe mega Hunger. Ich werde mir jetzt Flammkuchen machen und dann werde ich mich hinschillen und vielleicht einen Film schauen oder ich schlafe noch ein bisschen. Wie gesagt, ich bin mega platt, weil ich einfach so früh heute schon wach war. Schon länger keine Umfragen mehr gemacht habe, also ich kann mich zumindest an keine mehr erinnern, werde ich euch jetzt die Umfrage stellen, wer würde auch ausrasten, wenn zum dritten Mal ohne Terminabsage, nochmal. So, ich stelle euch jetzt die Umfrage, meine Haare sehen jetzt nicht besser aus, aber ist mir jetzt gerade Wayne, ganz ehrlich, die nerven mich eh. Oh. Ja, mehr Realität bei Instagram. Ich mache mir nochmal den Zopf an. Oh, ein neuer Versuch. Ob es jetzt besser aussieht, weiß ich nicht. Aber ich habe mir versucht, es wegzuklammern. Aber die Klammern hängen jetzt da hinten und egal. Ihr Lieben, ich werde mich jetzt gleich von euch verabschieden, aber ich werde jetzt auch gleich noch eine Umfrage stellen. Jetzt. Also meine Umfrage, Leute. Wer würde auch ausrasten oder wer würde auch genervt sein, wenn zum dritten Mal wieder irgendwas nicht passt? Oder generell der Termin, dass der nicht abgesagt wurde und die einfach sich nicht gemeldet haben. Das regt. So, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag oder Abend, Tag, Abend, 16.11 Uhr. Also das Wetter sieht aus wie Abend, wäre Sonne, würde es aussehen wie Tag. Also ich wünsche euch einfach schon mal beides. Mal, ob ich mich später noch bei euch melde. Ihr wisst ja, bei mir weiß man nie, wann ich eine Story mache. Ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich muss noch ganz viel bei Amazon bestellen und ich muss noch meine Einkaufsliste schreiben. Und macht's gut, ciao, ciao. Also meine Umfrage, Leute, wer würde auch ausrasten oder wer würde auch genervt sein, wenn zum dritten Mal wieder irgendwas nicht passt oder generell der Termin, dass der nicht abgesagt wurde und die einfach sich nicht gemeldet haben, das regt.